Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Star Wars The Force Unleashed 2. Ich bin euer MCMuffix und wir legen nun nochmal richtig los. Ja, wie ihr seht, sind wir hier nach Kamino zurückgekehrt. Nachdem wir ja hier das Ganze... Oh, nein. Ach, verdammt, warte mal. Der macht mich nicht wieder... Oh, sind da oben Geschütze, die davon schießen? Aua! Jetzt... Oh, super. Super. Ja, klar, und 280. So. Au! Jetzt schmeiße ich schon meine eigene. Die Sachen, die ich auf die Gegner schmeißen will, auf mich. Super. Also, wie kämpfe ich jetzt am besten gegen den? Weh, du machst wieder diese blöden Raketendinger, die mir so viel Schaden machen. Genau, das wirst du machen, gell? Okay, wir machen es anders. What the hell? Hoppa, ich muss den grünen Holocron da oben erreichen. Dann kann ich mir Leben regenerieren. Also, was ist so los? Wir sind hier, wie wir schön sehen, auf Kamino zurückgekehrt. Nachdem wir im letzten Part hier eine waghalsige Landung hatten. Boah. Die wir nur... Ich weiß gar nicht, wie wir die überlebt haben, um ehrlich zu sein. Mit mehr Glück als Verstand. So, oh. Nein, geh von der Rakete weg. Boah. Starkiller, hüpf in die Rakete rein. Was ist mit dir schief? Hatten wir eine... Ganz schön waghalsige Bruchlandung hier. Haben es irgendwie überlebt. Wie? Keine Ahnung, Leute. Spielelogik, sei Dank. Sind jetzt nun hier. Wir wollen natürlich immer noch hier Juno retten, die ja auch hier vom Boba Fett entführt worden ist. Oh. Vielleicht bewegst du dich, wäre gar nicht schlecht, glaube ich. So. Und so wie es aussieht, haben wir schon hier wieder neue Freunde gefunden. Nämlich die verdammten Dinger. So. Komm. Meine alle. Ja, zack. Zack. Und bam. Okay, wir müssen mal auf das Geschütz hoppen. Oh, ja, geil. Spawn direkt der nächste nach. Super. Super. Okay, komm. Mach deinen. Jetzt. Nicht so aufregen hier. Ja, schmeißt du das auch hin. Ich bin so gut, Leute. Ich schmeiß. Die Granate schmeiße ich so hin, dass sie wieder auf mich drauf liegt. Sehr gut gemacht, Maxi. Sehr gut. So gehört sich das. Schön blitzen. Machen wir auch den hier. Und weg. Komm. Mach die Rakete wieder. Komm. Die Granate da, wie auch immer. So. Oh nein, komm. Ah! Okay, da müssen wir wohl kämpfen. Diese blöden Geschütze. So. Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, diese Granaten machen ungefähr 1 Million Mal mehr Schaden, als wenn ich hier versuche, auf den drauf zu hauen. Aber egal. Zack. Zack. Jetzt haben wir den auch gleich down. Aber dann hält man dadurch so viel Leben, dass gleich wieder der Balken voll ist. So, jetzt müssen wir mal schauen. Auf diese blöden Geschütze. Warte mal, da ist was. Was kann man da machen? Spiel, du kannst mir ruhig sagen, was ich tun soll. So. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, als nächstes hüpfen wir erstmal hier hoch. Ich würde hier ganz gerne mir den Holocron holen. Wenn nicht hier gleich nochmal einer kommt. Oh, dein Kleiner. Naja, kriegen wir schon down. So, darf ich jetzt... Dreht sich die Kamera bitte? Dankeschön. Jetzt komm schon! Okay, ein Sniper. So, schnell Machttrick. Komm, einer muss mir doch helfen. Opa. Wir müssen gerade am meisten auf den Sniper da oben aufpassen. Weil der macht auch echt viel Schaden. Bei den Raketen können wir ja locker hier ausweichen. Aber. Leute, es spawnen hier definitiv zu viele Gegner. Komm. Ich tue euch doch die ganze Zeit immer mit Machttrick verwirren. Warum stört es gar eigentlich keinen von euch? So. Nein, böse Raketen. Böse Raketen. Hier, kannst behalten. Glump. Zack. Ah, noch so ein... Oh. Ist da nochmal ein Roboter gekommen? Natürlich. Warum frage ich überhaupt so blöd? So, wir machen jetzt erstmal... Oh, Alter, Leute! Also, gerade werden es mir hier ein paar zu viele Sniper. So, erster Sniper weg. So. Jetzt haben wir das Problem, dass da noch ein Sniper ist und dass ich eigentlich nicht in die Flugbahn von dem will. So, ah, sehr schön. Immer aus schön ausgewichen, okay. So, du bist auf meiner Seite? Eher nicht, oder? Hat ja sehr lange gehalten. Okay,
Wir hüpfen jetzt ganz schnell da hoch. Ist mir jetzt wurscht, dass da nochmal 5 Millionen Roboter danach her spawnen, aber ich hole mir jetzt erstmal hier das Holocron. So. Dann werden wir. Wenn wir es überhaupt hinbekommen. Aber das ist echt dumm, weil man da so präzise stehen muss. So, wir müssen jetzt erstmal den Sniper alle machen, weil ich glaube, sonst kriegen wir das gar nicht hin. Weil der schießt uns ja dann einfach weg, so. Ah. Ah, okay, cool. Wuppa. Leute, wir benutzen in dem Spiel viel zu wenig den Machtwurf eigentlich. Dabei ist der super effektiv gegen so Standardtypen. So. Ah, du blödes Klump. Okay. Nächstes Problem gelöst. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Gehen wir mal hier hin. Passiert hier irgendwas? Eher nicht, oder? Ich habe auch, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wo ich lang muss, aber... Moi. Details, Leute. Schon wieder Details hier. Ich schätze mal... Wir müssen irgendwie da hoch. So, warte mal. Ah. Ah, okay. Das müssen wir kaputt machen. Starkiller, pack deine Muskeln aus. Deine Machtmuskeln. Okay, sehr schön. Und weg damit. Okay, die Dinge werden immer größer, Leute, aber unser Starkiller kriegt das ja auch hin. General, ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich muss Juno finden. Wir sind nicht weit von deiner Position entfernt. Wir folgen dir. Dann bitte ich darum, dass du dich beeilst, Koto. Nicht so wie sonst immer erst dann kommst, wenn ihr eigentlich alles schon geklärt ist. Wir sind in der Sicherheitszentrale gegenüber. Wenn wir die Imperialen erledigt haben, deaktivieren wir die Kraftfelder in deinem Sektor. Oh, Koto, kämpft. Ist ja nicht cool. Woo! Oh, habt ihr gesehen? Er kann einen Machtwurf? Das ist ja gar nicht nett. So, Nummer 1. Nummer 2. Komm, zack. Als ob die wirklich eine Chance gegen uns hätten. So, dann machen wir hier ein kleines Machtspieler-Spielchen. So. Und weg mit dir. Ach, Leute. Gegen Standard-Truppler ist immer noch am schönsten zu kämpfen. So. Was kommt da? Oh. Soldaten. Hilfe. Habe ich ja fast Angst davor. Leider gegen Standard-Truppen macht es am meisten Spaß zu kämpfen, weil die kann man halt wirklich so schön töten. So. So, wir werden jetzt erstmal kurz um die Sniper kümmern hier. Und. Du hast nicht mal mehr. Jetzt komm. Du kannst ja noch nicht mal. Ah, jetzt fliegt da runter. So. Und du, mein Freund, noch. Okay, Koda, bei dir sieht es drüben gut aus. Imperiale Scharfschützen haben uns festgenagelt. Kannst du uns helfen? Ja, und ich muss mich auch mal um meine Sniper selbst kümmern. My Koda. Also irgendwie bin ich, also irgendwie hast du ein bisschen an deinen Jedi-Skill schon verloren, oder? Verdammt. Komm. So, uah, vielleicht nicht direkt in seiner Flamme stehen. So, jetzt. Okay, gerade werden es echt hier ein paar zu viele Sniper. So. Ganz schön wieder haben. Hoppa. Komm, komm. Verflieg's nochmal. Leute, und wir müssen mal auch auf unser Macht-Upgrade gleich schauen. So, und. Komm. Zack, 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 zack. Hadouken! Okay, danke und Brutzel. Ja, mein Gott, Kauter, ich bin dabei. So, Griff, Blitzhammer voll, schieben. Ne, ich würde sagen, wir upgraden den Rückstoß. So, Lichtschwertwurf und Geistdruck sind beides nicht so wichtig. So. So, Sniper erledigt. Oder sind da noch welche? Oh, da. Upp. Einer weniger, zwei weniger. Und drei weniger. Ha! Hier, da hast du deinen Sniper. Die Kraftfelder in deiner Gegend aus. Du solltest weiter können. Dankeschön. Finde ich super von dir. Oh. Das ist eine fiese Stelle. So, wir müssen uns als allererstes mal um die Sniper wieder kümmern.
So. Komm. Tür den. So. Als nächstes müssen wir uns hier um die fiesen... Ah. Okay, das ist echt gar nicht mal so leicht hier. Okay, erstmal die schon alle wegblitzen und... So. So. Es ist immer so fies, auch wenn sie geschockt sind, können sie dann immer noch meine Tricks abwehren. So. Okay, dann müssen wir den Geistertrick eigentlich einsetzen. Aber der klappt gerade nicht. Sie stehen halt so nah bei dem Typen und deswegen kann ich die nicht vernünftig angreifen. So, warte mal. So. Sehr schön, haben wir den rauskatapultiert. Wie als wäre es geplant gewesen. Was kommt da? Hey! War das zufällig die Brücke, auf der ich stehe? Bin ich jetzt tot? Okay. Die Bomben haben die Brücke zerstört. Gibt es einen anderen Weg? Ich sehe mal, was ich tun kann. Du nährst mich gerade richtig hier. Komm. Und machen wir wieder unseren coolen Move. Ja, super. Schön, dass die Bomben nicht die Brücke zerstört haben, wo wir drauf sind. Immerhin etwas. Stell dich mal vor, Klontruppen könnten logisch denken, Leute. Ich meine, sie können ja nicht mal treffen mit ihren Geschütz, mit ihren Schüssen. Aber wenn die hier logisch denken könnten, das würde denen auch einen ganz schönen Vorteil hier geben. Aber ne. Whoop. So. Weg. Weg. Und schauen wir mal, da oben ist ein Holocron, Leute. Das holen wir uns. Was ist denn das, ein lilanes? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie wir da hochkommen. So. Das ist auch immer fies, dass die Fliegenden so ein Sturmgewehr haben. Also, kein Sturmgewehr, aber so eine Maschinenpistole, damit sie halt schnell schießen können. Finde ich echt nicht cool. Weil, mal abgesehen davon, dass sie schwerer zu treffen sind, machen die auch noch mehr Schaden als die Standard-Trooper. Ah, ein Bacta-Tank. Ich glaube, das ist der allererste, den wir bis jetzt gefunden haben. Leute, und ich finde schade, dass der Würgegriff nicht geht. Warum geht bitte der Würgegriff nicht? Das kann ja nicht sein. Das finde ich echt nicht cool, Leute. So. Oder ich weiß zumindest immer, wie er geht. Okay, die werden hier ganz schön bombardiert, unsere Freunde. Alle außer Kota sind tot. Und wie? Achso. Okay, wir spielen wieder TIE Fighter schmeißen. Da! What's a TIE? So. Warte, die beste beste Veräppelung auf TIE Fighter, das gibt es immer noch im Family Guy, so von dem... Wo der vierte Star Wars Film veräppelt wird und also... Nein! Ja, schmeiß doch nicht auf den TIE Fighter. Und da gibt es dann so eine Szene, wo dann so TIE Fighter kommen. Und dann sagt hier so Peter, der Han Solo, warum heißen die Dinger eigentlich TIE Fighter? Das ist so ein Koreaner. What's a TIE? So. Wir konnten ein Stück vorrücken, aber es gibt immer noch Widerstand. Kein Problem, Leute. Kauta, das kriegen wir schon hin. Bam! Runter! So, mach mal einen Machttrick. Du bist verwirrt, Mann, da kannst du hier meine coolen, kannst du meinen Schub doch nicht ausweichen, das ist doch unfair. So, weg und weiter geht's. So, was kommt hier? Oh, nein. Zwei von denen, hammergeil, hammergeil, hammergeil. So, jetzt müssen wir da erstmal schildlos werden. So, zum Glück sind nicht noch Standard-Trooper da. Oh, apropos Standard-Trooper. So. Es ist nämlich gar nicht so leicht jetzt. Eigentlich sollte man fast unseren Super-Modi aktivieren. Ich werde hier so echt viel Leben verlieren. Jetzt kommen auch noch immer... Ah! Ja, also von denen kriege ich echt hier langsam das pure Kotzen. So. Soll er jetzt aber mal reichen hier langsam. So. Der erste sollte down sein. Vielleicht treffen wir den zweiten gleich mit. Das wäre super. Okay. Weg. 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 So. Okay, und jetzt kommt noch Nummer 2. Zack, komm, Starkiller, leg los. Leg los und machen wir gleich den Move nochmal.
Und ha, du kann! Und das war's schon wieder. Okay, gut. Damit haben wir diese zwei großen Brocken besiegt. Und ich würde sagen, wir können nun einen kleinen Cut machen. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Star Wars The Force Unleashed. Bis dahin, haut rein. Ciao.